ganz nach hinten losgegangen. Die Polizeibehörde ermittelt jetzt. Ja, die ersten Leute sind schon einkassiert worden. Ein Mann ist gestorben, der Leiter vom Ordnungsamt Frankfurt, der hatte über 5000 Leute unter sich. Das ist ein sehr guter Freund unserer Familie. Das ist eine langjährige Freundschaft. Dieser Mann ist einfach unter dubiosen Umständen gestorben. 67 Jahre, 3-4 Tage maximal, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde. Was wollt ihr mir jetzt noch erzählen? Will noch jemand dahin kommen? 3 Tage nach dem Video ist einer der Eigentümer, der Bewohner, genau, ist er gestorben. Der Leiter, könnt ihr nachschauen, das ist ein Mann der Öffentlichkeit, Jörg Banach, ehemaliger Leiter des Ordnungsamtes Frankfurt, ein sehr guter Freund meiner Familie. Ich kannte seine Mutter. Meine tote Mutter war mit seiner mittlerweile verstorbenen Mutter gut befreundet, hat ihr geholfen im Haushalt. Wir kennen uns ja lange. Der Mann war Staatsanwalt und war allgemein Zeitung. Der Mann ist mit 67 Jahren gestorben und es ist kein natürlicher Tod. Irgendwas stimmt da nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt, Obduktion wurde angeordnet. Es wird ermittelt. Fertig aus. Ich wurde auch dazu vernommen. Ich habe ihn noch 3 oder 4 Tage vor seinem Tod noch gesehen und ihm das gezeigt, dieses Video, und ihn von dieser potenziellen Bedrohung unterrichtet. So, und dann wollte man mich halt belästigen. Man hat nur fremde Leute belästigt. Eine 91-jährige Mieterin hat einen Schwächeanfall gehabt von 3-4 Jahren, wo der Haarblobber das angehetzt hat gegen mich. Zwei Leute sind schon ausfindig gemacht worden im Rahmen der Ermittlung. Weil das sind als gefährliche Drohungen, Belästigung, Cyberstalking. Thank you.